Hi Leute, also hier wieder fünfter Part von World to Commander. Ich habe mich jetzt entschlossen. World to Commander. Fertig. Punkt. Aus. Wir zocken, bis ich keinen Bock mehr habe. Erstmal TDM. Die letzten Partien TDM sind ja recht gut gelaufen. KD ist gestiegen. 1,6. Ich hoffe, ich krieg vielleicht noch eine 1,7, 1,2, 2 AT hin. Dazu muss ich mich aber, denke ich mal, schon ein bisschen anstrengen. Und ja, weil ich, wie gesagt, nicht so der Oberpro-Gamer bin. Und Drohne, richtig große Map mit einer MP7, könnte kompliziert werden. Aber wir probieren's mal. Weil ich habe gerade keinen Bock mehr auf Sniper. Zwei Partien Nuketown haben jetzt gereicht. Ich habe hier eine kurze Pause gemacht. Ich habe eigentlich gesagt, ich nehme gleich danach wieder auf, aber ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen und nehme halt jetzt wieder auf. So. Also Drohne, gleiche Klasse, gleich ins Trixie vorhin. Nichts Besonderes. TDM. Ein bisschen, keine Ahnung. Themen zum Reden. 12. Themen zum Reden habe ich jetzt gerade noch nicht irgendwie. Muss ich mir ganz schnell mal was einfallen lassen. In der Hoffnung, dass mir auch was einfällt. Und ja, wieder einer da reinjoint und hättet ihr das gehört? Da oben ein Sniper. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Hat er wahrscheinlich. Headshot. Oh, komm. Ich hasse das, wenn Leute immer so laut reinjoinen müssen. Also die kommen rein und sind direkt so saulaut, ey. Das ist. Ich check nicht warum. Wozu? Weshalb? Oh, der ist gut. Der ist cool. Oh, scheiße. Kriege ich ihn weggesnickt damit? Nein, kriege ich nicht. Wo kommt denn der schon wieder her? Ah ne, das. Ich wurde doch weggequickscoped. Dachte, der Typ mit der 5-7 hätte mich erwischt. Dass da ein Glas war, wusste ich eigentlich nicht. Hab ich jetzt so geraten. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist immer so ein Typ, der rumcampt. Oder irre ich mich hier? Yay, Insta-Swap. Hoho, Pumpe. Guck schon wieder, ich dachte, er wäre tot, weil ich drei Hitmarker gegeben habe, aber. Wo ist er? Huhu. Mit einer Sniper als Secondary läuft das. Okay, jetzt spawnen die da hinten. Okay, Hunter Killer erstmal. Da kommt gleich einer raus. Okay, die Leiche dachte ich wäre jemand. Schade war's. Mir fällt gerade ein Thema ein. Call of Duty Advanced Warfare. Ihr habt ja sicher wahrscheinlich alle schon den Trailer davon gesehen. Claymore? Ah, zwei sogar, gut. Jedenfalls, ich habe den Trailer gesehen und ja, also ich meine, Ghosts haben alle am Anfang irgendwie gesagt, oh, das war total scheiße und so weiter. Teammate kann nicht vorherkennen. Ghosts haben ja alle, also wirklich quasi alle gesagt, oh, das wird total scheiße, warum macht ihr das und so weiter und so fort. Deswegen interessiert mich eigentlich, warum auf einmal alle so besessen davon waren.
als es dann rausgekommen ist, haben alle das gesuchtet wie sonst was und dann auf einmal gesagt, oh, total geiles Game und so weiter. Also, ich hoffe, Advanced Warfare wird ein geiles Game, weil ich meine, ich habe gesagt am Anfang, oh, Ghost scheint gutes Game zu werden und wurde dann enttäuscht. Naja, was heißt enttäuscht? Ich fand's dann letztendlich doch nicht so gut. Im Gegensatz zu anderen, die gesagt haben, oh, Ghost wird total scheiße und haben's dann doch gekauft und gut gefunden, wobei ich die Logik nicht verstehe, wenn man sagt, es wird scheiße, warum kauft man sich das dann überhaupt? Naja. Muss man nicht verstehen. Shock Charge. Da oben ist auch noch einer. Camper. Camper. Vorseite. Keine mehr da. Alle ausgeräuchert. Ja. Jedenfalls Advanced Warfare habe ich mir den Trailer schon mal angesehen und sieht nicht schlecht aus. Ich hoffe, das wird richtig gut. Also ein neues, gutes COD wäre mal toll. Oh, die campen hier ja auch richtig schön, ey. Mit Geschütz und Wächter, ey, das ist... Okay, Teammates schießen auf mich, finde ich gut. Und dann gehen wir mal anders. Oh, Drohne ist eine scheiß Map, Leute. Dann Kill wegsnacken. Hoho. Zum Glück haben sie es sich da vercampt. Würde ich mal so sagen. So. Na, zum Glück haben sie sich da vercampt, ey. Kannst du immer mal hinlaufen und ein paar Kills wegsnacken? Eine Drohne wäre jetzt auch nicht schlecht. Wahrscheinlich eine genau neben mir. Hellstrom. Natürlich. Den habe ich absolut nicht gesehen da unten. Oh, fail. Ich habe den ersten ja schon gesetzt gehabt. Und 0 Kills. Finde ich super. Macht Spaß. MSMC. Auch mal wieder eine schöne Waffe. MSMC finde ich ist eine ziemlich geile Waffe. Oh. Na gut. 1,7er AT mal wieder. Wo das? Hä? Okay, man spawnt da und genau neben dir ist dann da schon der erste Gegner, finde ich gut. Ja, Leute, ich bin etwas noobig, spiele mit einer MK. Ah, ja, mir macht Spaß. Er holt sich einfach alle weg. Gegner. Wo sind Gegner? Ne, das war ein Teammate, den ich da über. Ja, naja, 2er AT für ein Ende rausgehauen, fürs Ende. Mein Gott, Alter, wie die Zeit vergeht. Jedenfalls das mit dem Advanced Warfare, wie gesagt, hoffe ich, wird ein geiles COD.
Alter, am Anfang total enthusiastisch die Dings Parts gemacht und heute jetzt irgendwie nach den 4 Parts langsam irgendwie nicht unbedingt keine Lust mehr, aber ist anstrengend, sagen wir es mal so. Jedenfalls mal wieder. Advanced Warfare zum was weiß ich wie viel mal. Der Trailer, das Einzige, was mich am Trailer eigentlich stört, ist, dass diese, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber diese eine Art Head-Glitcher-Mauer, die man sich selber so mitnehmen kann. Also, das scheint ziemlich interessant zu sein und ich hoffe, es gibt es nicht im Online, weil ihr wisst ja, wie es jetzt schon Tryharder und was auch immer gibt überall. Da habe ich jetzt keine so richtige Lust, da noch mehr so eine Scheiße zu haben. Ich meine, Head-Glitcher-Mauer, ey, wie kann man auf so eine Idee kommen? Tut mir leid, wer auch Sledgehammer Games, glaube ich, machen ja jetzt das neue COD und ja, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Ich hoffe, das gibt's nur im Story-Modus, weil ja. Ja. Dass es so futuristisch ist, also es ist ja nicht unbedingt futuristisch, also nicht so eine Art Titanfall, überall Roboter und so, ist ja auch ziemlich, also ist halb normal, halb futuristisch, also man sieht ja in diesem Trailer diese Skeletor-Anzüge oder wie auch immer die genannt werden, also die gab es bis jetzt noch nicht, mal sehen, ob es die im Dingens gibt, online. Scheiße, schon der erste, wahrscheinlich Pumpenspieler. Der. Okay. Jedenfalls. Oh, ich vergesse immer wieder, was ich sagen wollte. Jedenfalls ist das so halb futuristisch, halb realistisch, sagen wir es mal so. Wenn man es so sagen kann. Granate. SWAT aufgehoben ist eine coole Waffe. Wenn man da einmal weggeht, hat man total verschissen, um dann nochmal hinzugehen. Dann, also ihr wisst, was ich meine. Hier. Ich werde auch vielleicht, muss ich mir noch überlegen, so ein Road to a Killcam machen, wenn wir mal irgendwann mal glücklicher Zufall eine Sechser-Lobby hinbekommen würden mit meinen Freunden. Das wäre cool. Aber dann könnte man so ein Road to Kill Cam machen mal. Oh. Mann, hat der mich gerettet, ey. Wobei nicht unbedingt gerettet, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hätte ihn beinahe nicht erwischt. Da, wegsnacken. Wegsnacken. Ah, Sniper. Shit, ich hatte ja gesagt, ich spiele kein Sniper mehr. Weil ich sonst zu wenig rede, was jetzt wieder der Fall ist. Natürlich. Blitzschlag. Drohne. Ein Kill. Scheiße.
da weggesnackt. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Leute, die 2 AT will ich mir noch behalten. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie nicht so viel rede. Aber die 2 AT Mappen Sniper will ich mir jetzt noch behalten. Da weggesnackt. Ah, knapp. Hätte ihn beinahe noch erwischt. Naja. Irgendwie kann es sein, dass irgendwie das mit den Gegnern nicht so ganz richtig ist, weil ich sehe irgendwie kaum welche. Also generell, die Kills werden ja ziemlich langsam gemacht und ich meine, Cargo ist jetzt nicht so eine große Map, dass man irgendwie keine Gegner sehen kann. Ah, alle Kugeln verschossen und Teammate rettet mich zu spät. Also, rettet mich also nicht. Ah, ich hasse die Leute, die irgendwie so spielen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich überhaupt jetzt noch weiter spielen werde. Generell. Aufnehmen werde ich, denke ich mal, jetzt nicht mehr, weil ihr merkt ja sicher, ich habe langsam die Lust verloren. Was heißt nicht die Lust, aber den Skill zum Reden und Spielen gleichzeitig habe ich gerade verloren. Ist gerade total weg. Weil die Teammates unfähig sind, sage ich dazu mal. Nur weil er einen Schalldämpfer und Geist hat, killt ihn niemand. Das ist... Die sind jetzt... Da. Scheiße. Leute, die 2 AT will ich noch. Ich muss 2 Kills machen. Die 2 letzten. Ja! 2 AT, Leute. So, das ist ein Spiel. Das ist das Ende eines Spiels. Ich hätte natürlich irgendwie versuchen können, da 360 zu machen. Guckt mal hier. Folge failed. Und danach direkt die Second Devil raus. So wie ein richtiger Sniper das macht. Ah. Also Leute, fünftes. Das war mein fünftes World of Commander. Ich spiele jetzt kein Spiel mehr, weil es sind schon 18 Minuten. Man könnte vielleicht noch ein Spiel machen, damit es ein bisschen länger ist, aber es sind schon... Obwohl, Studio? Leute, ich weiß es nicht. Es sind 18 Minuten, aber es ist Studio. Aber es sind 19 Minuten. Aber es ist Studio. Na ja, okay, Leute. Ich hab jetzt nicht unbedingt mehr Lust zu. Tut mir leid. Also das war's dann auch jetzt mit dem World of Commander. Noch kurz einen Blick auf die Stats werfen. Letzten ATs liegen so immer bei 2. Das läuft eigentlich. Hier mit der Dings haben wir... Wow, 2 Headshots gemacht, oder 3, also nicht so das, was ich mir erhofft habe. Vielleicht geht es schneller, wenn ich dann später irgendwann mal in Freifelde zock, aber das war's dann erstmal, Leute, und ich sag ciao.